Jetzt. Ganz so lange Zeit gehabt, immer noch das Sony-Ding dran. Ja. Gibt's ja wohl nicht. Ja, ich habe ein Jahr lang einwandfrei gespielt mit dem hier. Irgendwie, keine Ahnung, die letzten drei Spiele spackt er hier rum. Gab's für die PS4-Controller nicht letztens ein Update? Boah, das weiß ich nicht. Sie sind in Topform. Sie haben den Titel angepeilt. Jetzt wird sich zeigen, ob sie dem auch gewachsen sind. Dann wird er mal bewegen. Das war der Anstoß. Spiel läuft. Jetzt ist der Ball weg. Kein gutes Zuspiel. Jetzt vielleicht. Revellino. Freistoß, mehr nicht. Keine große Sache. Den Ball hat er. Ganz souverän. Oder Spend. Entscheidet auf Foul, aber hast du den geschossen, Spend? Ja. Noch stecken lassen. Fängt das wieder an. Gestern hattest du das, ne? Oder vorgestern. Ja. Ich mal, genau, immer raus. Komm mal, Polo rechts. Genau, genau. Ja, kommt ganz rechts hin. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Flanke kommt, wird das eine Chance. Und der Pass, super Kopfball. Und Flanke. Und hier nochmal die Wiederholung, okay. Den hat er gut gemacht. Er geht da mit Einsatz rein, nimmt den Kopf und trifft den Ball auf. Geht da mit Einsatz rein, der steht da. Klasse, richtig Kopfball, Druck hinter die Kurve gebracht und dann ist da nichts zu machen für den Tor. Geht doch gut los, 10 Minuten gespielt und wir haben das erste Tor gesehen. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Ah, okay. Komm, der geht rein jetzt hier, warum? Ego. Den Zweikampf muss er jetzt annehmen. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Paul, du Schwein. Ja, gut, nee, andere Ding da. Vorm 16er, wie ist das? Trottel. Trottel sagt er. Schöne Frage. Ja, so eine Scheiße macht. Kommt zwar mit dem Kopf dran, aber ohne Druck keine Gefahr. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen wir dranbleiben. Revellino. Paul. Sehr ja, nice. Schade. Gute Grätsche, er hat den Ball. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Jetzt schießt er. Der Ball geht an die Latte. Guter Pass, das könnte Chance werden. Und das Tor. Das macht er ganz cool. Wo andere vielleicht die Brechstange auspacken, löst er das mit seiner brillanten Technik. Und er macht es genau so, wie man es von ihm erwartet. Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Er versucht. Da haben wir jetzt einen weiteren Gegentreffer für Sie.
Genau, und das heißt Schadensbegrenzung. Irgendwie müssen sie den Fuß wieder reinbekommen in dieses Spiel, damit es nicht noch übler ausgeht. Sie liegen deutlich vorn. Marcel noch da? Ja. Achso. Schon! Ist das dein Ernst jetzt? Geht denn das? Und da hat er es nicht mit Kraft versucht, sondern mit Präzision. Und er profitiert. Er hat wahrscheinlich Pain und Gate geguckt. Mit der Schöne der neue Spielstand. Also ich hätte es gemacht. Also 3 zu 1. Wie läuft Pain und Gate gerade? Ja, auf ProSieben. Also ProSieben. Wieder, ist aber fast zu Ende wieder. Die sind gerade dabei, da diesen zweiten Typen wollen sie da ausnehmen, wo sie da die Typen mit der Hantel erschlagen und so eine Scheiße. So, schade. Natürlich, kein Problem. Er holt sich den Ball. Quaresma. Super gelöst, den Ball hat er. Alle reingerannt, ich trottel. Das war einfach. Und er hat den Ball. Schuss raus. Da kommt der Schuss. Und er trifft. Junge, spiele da. Was? Die stören uns zu viel. Selber. Ja, so kennen wir ihn. Technisch einwandfrei und überlegt. Bringt er den Ball da in Kasten runter. Und lässt alles dabei so leicht aus. Der neue Spielstand lautet hier also 3 zu 2. Klasse Seitenwechsel. Schöne Aktion. Oder? Quaresma. Über die Torauslinie, Ecke. Und jetzt kriegt er doch noch seine Strafe. Der Schiri belässt es allerdings bei Gelb. Ja, 16 heran, grün kommt. Hartes Einsteigen, aber nicht überhart. Bin nochmal unten, falls was ist, ansonsten oben. Erstmal keine Gefahr mehr, gut gelöst. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Hat er gerade richtig gelesen, Mr. Bene 05? Ja, kann sein, dass er da mit spielt. Higuaín. Er sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst Tech. Schussversuch! Der Ball geht an den Pfosten! Wenn er den Ball schön. Ärgerlich, er vergibt die Chance. Ja, das gibt Eckball. Der Bene müsste der hier sein, hier vorne, der aber immer rumhopst. Macht ihn lang. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Und nur ein Schuss. Sauber durchgesetzt, auch eine schöne Gewalt. Richtig gut gemacht. Schuss. Ich tanze um den Bene. Große Klasse, wie er das Tor hier macht. Und dafür ist er ja bekannt, ein absoluter Edeltechniker. 4 zu 2 steht es damit. Hier ist einiges los. Reguläre Spielzeit ist vorbei. 3 Minuten Nachspielzeit. Packt der Unparteiische noch oben drauf. Die Guay. Quaresma. Und da holt er sich den Ball. Er geht dazwischen und verhindert die Flanke. Und seinen Wechsel machen, da oben war alles schlecht. Bei Spence. Super Foto. Ja. Warum bist du 75?
Habe ich letztes Mal schon mal gehabt, ich habe keine Ahnung. Hexte oder was? Auch ja. Okay. Hexen. Anstoß und damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie. Was soll was? Ja, ich bin jetzt wieder. Okay. Ja, wir brauchen dich jetzt hier. Ich. So ein komisches Südapiet, der wieder heißt. Hast du Linie? Ah, kommt. Der Bede macht Eigentor. Alter. Haut der das Ding da ins Tor. Das musst du erstmal hochtreffsicher machen. Ne? Boah, ist das peinlich. Das ist bitter, ja. Haut der sich das Ding rein? Wir wollten das klären. Ja, wahrscheinlich so. Ja. Für uns. Was? Krass. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Podolski. Boah, shit. Ach, Sie haben den Ball. Oh, jo. Guter Körpereinsatz hier. Das der Ball, der Spieler, will er der Letzte. Pass auf, der macht hier eventuell. Da passt er auf und kann klären. Ja, ich schon geh dich. Ah, ja, okay. Ich hab. Kein Problem, kein Problem. Gibt's jetzt die Torschuss. Macht er ihn. Da passt der Torschuss auf. Muss er. Schön hier halt. Revellino. Diaz. Es gibt Einwurf, der Ball ist im Aus. Quaresma. Schön angetrieben. Und den Ball oh, hat was. Na, das dürfte ihm jetzt mal gut tun, denn die Leistung bisher war nicht wirklich gut. Groß. Podolski. Den holt er sich mit einem guten Stick. Dann ziehe ich dem Kunden nochmal so einen rechten Stick ab. Und die Situation geklärt. Oh, das war ja. Abseits. Es wurde ein Tick zu früh gestartet. Ich hab mich jetzt voll drauf verlassen. Das Ding. Oh, schade. Nimmt er nicht. Groß. Auf durch. Oh, schade. Souverän, er hat den Ball. Oh. Und der kommt nochmal rein. Flanke kommt, wird das eine Chance? Da kann er klären, gut aufgepasst. Stark gespielt und jetzt ein Schuss. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Ganz einfach an den Ball gekommen. Klasse Seitenwechsel, schöne Aktion.
Den muss er besser spielen, so geht der Ball ins Aus. Ich mach lange Linie. Quaresma. Rivellino. Schuss! Und so wird das nix. Den ja. hält der Torwart natürlich. Jetzt hat er tatsächlich mal einen Ball gehalten. Das waren ja nicht alles haltbare Tore. Trotzdem stehst du als Torhüter natürlich. Braun, ich würde einen. Dummi! Ja, komm, Kohl. Achso, willst du einen hoch haben oder was? Ja, hier ist er grün. Saftiger Volley. Aber es ist weit. Da hat er keine Mühe hier bei dem Kopfball. Nein! Da war einfach zu wenig Druck dahinter. So kann der nicht gefährlich werden. Ich bleib bei dem in der Mitte. Jetzt ist die Kugel weg. Groß. Ball im Aus, Abstoß. Point durch. Blau, versuch mal, mir ein bisschen entgegenzukommen. Musst du das so sagen, mach das immer. Hm? Oh, ich hab ihn nicht bekommen. Ne, schicken wir drüber. Super durchgesetzt! Die Power haben wir nicht mehr. Er hat den Ball. Gutes Tackling. Und nun ein Schuss. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Er geht hier auf Nummer sicher und klärt. Ah, fuck, sorry. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Das ist ein Foul, da muss er Freistoß geben. Er bleibt konsequent bis zum Schluss. Nochmal Freistoß. Hier durch, ja. Ja. Versuche ihn nach unten zu bringen. Ach, ich muss mich gleich nochmal umstellen, als das hier so unten sagt. Hat er sich geholt. Groß. Exzellentes Zweikampfverhalten. Hm. Da kommt der Abpfiff. Der Ende passt auch schon wieder, ne? In die Lücke.